Servus und willkommen zu einer neuen Folge Bergbauern. In der letzten Folge haben wir es ja dann geschafft, hier den doch wieder rauszubekommen, aber wir haben ja leider auch noch ein zweites Gerät dann, ich nenne es jetzt mal versenkt. Der ist hier, wo sind wir denn hier runtergerutscht? Ja, hier sieht man eh noch die Spuren. Sind wir hier schön runtergedonnert. Ja gut, ich bin dann Gott sei Dank früher noch ausgesprungen. Hier ungefähr. Oder wo war denn das? Ja, weiß ich jetzt. Nicht irgendwo durch auf jeden Fall. Wie wir den hier rausbekommen, müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht ganz. Beziehungsweise, hey, ja, wenn vielleicht hier wieder weniger Schnee ist oder so, dass wir uns hier oben hinstellen mit dem Kranwagen und den dann hier irgendwie nehmen. Oder kommen wir hier vom. An der Seite. Ja, nee, okay, mit unserem würde ich das wahrscheinlich nicht ausgeben, aber vielleicht hat der Händler da irgendwas, das hier so eine Reichweite hat. Mal schauen, aber vorerst müssen wir den hier so mal lassen. Und ja, genau, wir steigen jetzt in Fendt ein. So. Und schauen, dass wir. Okay, ah, nee, passt. Wir haben ja da oben einen Baum gefällt und den schauen wir aber schon, dass wir jetzt auch natürlich hier noch rausbekommen aus dem Wald. Ja, genau. So, Pint. Power nenne ich das mal. Dann schieben wir hier rückwärts rein. Natürlich nicht wieder so weit, beziehungsweise wir sind ja eh. Ich bin hier oben reingeschoben. Haben wir. Wir sind da letztens von unten und das sind wir ein bisschen weggerutscht, mehr oder weniger. So, ich sehe gerade nicht viel, aber wir. Ja, können wir locker noch ein bisschen. Im Notfall holen wir uns dann den Lendner noch rauf mit der Wende. Dann sollte das auch funktionieren. Ja. Nee, wisst ihr was? Ich riskiere es lieber nicht. Wir stellen uns hier oben hin und holen dann lieber den Lendner noch dazu. So. Die Stützfüße brauchen wir auch noch. Wo war denn das nochmal? Nein. Ah, okay. Schon. Uns ein bisschen abstützen natürlich. Ja, perfekt. Und dann geht's los. Genau, als Thema, sieht man jetzt nicht so viel. Habe ich mir auch natürlich wieder was überlegt. Und zwar wieder teilweise mehr oder weniger um das Corona-Thema, eben was Schule betrifft. Wie das bei euch so ist, in Österreich gibt es ja jetzt Schichtbetrieb. Jo, genau, aber unsere Schule ist es dann auch wieder ein bisschen anders, und zwar, als wie die Regierung das gesagt hat, und zwar, Baum gefällt mir nicht, wie der da liegt. Und zwar haben wir eben wochenweise abwechselnd, beziehungsweise Mittwoch sind wir alle, aber da ist das aufgeteilt, da, weil wir da in der Werkstätte sind und wir drei Werkstätten haben. Genau, da dann eben aufgeteilt sind. Also schaut das bei uns aus. Ja. Ich meine, mir ist tatsächlich irgendwie Homeschooling sogar fast lieber oder so, weil eben mit dem frühen Aufstehen. Ich bin ja überhaupt kein Frühaufsteher. Vor allem, ich habe jetzt auch Ferien gehabt. Und das ist auch blöd, wenn wir uns, ja, weiß nicht, ne? Ich habe jetzt eben auch Ferien gehabt und ich normalerweise schlafe ich in den Ferien immer so bis 12 Uhr oder so mindestens, eben so bis Mittag eben um den Dreh. Diese Ferien war das leider ein bisschen anders, da ich Fahrschule hatte, also eben einen Kurs, war auch natürlich alles online, aber ja, am Wochenende waren wir entweder. Ja, am Samstag war eben auch noch Kurs und am
Sonntag sind wir eben dann Skifahren gefahren. Also von dem her war das, was das betrifft, jetzt nicht so geil vom frühen Aufstehen. Aber ansonsten war Skifahren natürlich auch sehr geil. Es wird nichts. Ab wird nichts. Ich immer. Ich wollte den da nämlich noch ein bisschen aufschieben, aber nee. Ja. So, dann ansonsten auch noch eine kleine Info. Da werde ich ab jetzt eben, beziehungsweise habe ich schon, werde ich nicht mehr auf YouTube streamen, nur mehr auf Twitch. Jo, genau. Hat diverse Gründe. Oder habe ich das nicht sogar schon mal angesprochen? Oder war das in einem Livestream? Ich sage es uns einfach nochmal. Ist ja egal. Und zwar, geht sich aus? Ja, sehr schön. Zwar einfach, weil ich auf Twitch viel mehr Möglichkeiten habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt eben auch die Kanalpunkte. Und ich höre mich gerade irgendwie an wie Hardware-Luca, habe ich das Gefühl, oder? Das, ich weiß nicht, kennt ihr Hardware-Luca? Hat er nicht auch gesagt, er wechselt zu Twitch, weil er da mehr Möglichkeiten hat? Ja, gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass ich mir an, dass ich mich anhöre wie der. Aber ja, gut. Nee, anderes Thema, was das jetzt betrifft. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, nur mehr auf Twitch. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Okay. Ja, nee, das sollte sich ausgehen. Oder? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber Livestreamen. Gerade haben wir ihn jetzt gerade. Ja, nicht. Livestreamen ist ja gerade sowieso ein kleines Problem. Da ich die letzten Tage, wenn man auf meinem Discord ist, hat man das vielleicht sogar mitbekommen. Ich habe mal einen 0,2er Upload gehabt sogar. Also das ist ja gar nichts. Ja, da kann ich dann natürlich auch nicht livestreamen. Ja gut, da kann ich jetzt. Dann brauche ich mir doch nochmal hier. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Heute ist schon wieder ein bisschen besser. Heute ist eben, heute ist Montag. Jupp, genau. Mal schauen. Also heute werde ich nicht mehr streamen wahrscheinlich. Aber auch ein bisschen Kopfweh und so. Aber ich habe jetzt die Folge hier Bergbahn aufnehmen müssen fast. Weil ich morgen auch dann nicht wirklich großartig Zeit habe. Weil ich morgen dann wieder Fahrstunde habe, eben mit meinem Fahrlehrer. Ja. Genau, darum muss Bergbahn jetzt sein. Ich stelle ihn hier mal kurz ab. Normalerweise würde man das nicht machen, einfach weil man ja steil nicht unbedingt abstellt, wenn es geht. So. Ja, jetzt haben wir ihn dann. Genau. Sehr schön. Ja. Das war's zu dem. Okay, nächster Baum. Ich stelle mich jetzt nicht um, nur wegen den paar Bäumen hier. Genau, die kamen. Ja, nee. Das wird schon irgendwie spiegelverkehrt, ist das jetzt. Aber gut. Ja, sonst kann ich ja auch kurz noch was erzählen, weil wir hier ja gerade schon bei Kahn-Anhänger sind. Eben, wir haben ja in echt auch einen kleinen Teil Wald und da sind wir in so einer Gemeinschaft drinnen mit einem Kahn-Anhänger. Und da bekommen wir jetzt dann auch einen neuen, tatsächlich. Ein Lieferdatum hat sich leider jetzt wieder verzögert, da, also kennt ihr wahrscheinlich den Kranhersteller Palfinger. Das ist von wo macht ein Kessler, steht das? Ach, Kessler selbst welcher hier? Also wenn mich nicht alles täuscht, kannst du. Nee, haben wir jetzt einen Kessler? Ja, auf jeden Fall, wir bekommen die Marke, weiß ich da. Macht Palfinger? Nee, Palfinger selber macht keine Krananhänger, oder? Auf jeden Fall, der Kran ist eben von Palfinger. Und da ist eben das Problem, dass die einen Hackerangriff hatten tatsächlich. Und da die Produktion ja eben dann stillgestanden ist. Darum hatte ich das jetzt auch wieder verzögert. Aber das wird auf jeden Fall geil dann mit dem.
Weil der jetzt eben in der Gemeinschaft ist, hat auch so unnötige Steuerknüppel. So, keine Ahnung, die sind komplett. Sind komplett unnötig. Aber den wir dann bekommen, der ist dann auch richtig geil. So zwei Joysticks und ja. Ist dann ganz chillig. Mal schauen, vielleicht kommt da auch mal ein Video. Ja, mal schauen. Genau. Wir haben jetzt eigentlich sogar weniger geschafft, als was ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, eventuell räumen wir den Hof noch ein bisschen. Aber, oh, wo ist denn der Rahmenhänger verschwunden? Aber das machen wir dann sonst in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Genau. Was war's denn bitte? Danke. Ja gut, was machen wir mit dem? Mal schauen. Ich fahre jetzt kurz mal ein Stück nach vorne. So. Dann die Stützen nach oben. Und genau, perfekt. Lass mal lieber wegstellen. Hier runter. Und dann schaue ich, dass ich mich hier noch ein bisschen gerade hinbekomme. Genau. Perfekt. Dann war es auch schon wieder für die Folge. Dann danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst natürlich auch wieder gerne Like und Abo da. Würde mich echt freuen. Und ja, dann. Ciao.